Marcel Kittel rollte schwer geschlagen davon, dafür strahlte Außenseiter Pascal Ackermann mit der Sonne um die Wette und freute sich diebisch über seinen neuen Dress in Schwarz-Rot-Gold. In einer wahren Hitzeschlacht sicherte sich der Radprofi vom Team Bora Hansgrohe erstmals den DM-Titel im Straßenrennen der Elite und feierte seinen größten Karriereerfolg. Der 24-Jährige aus Kandel setzte sich nach 228 Kilometern vor dem lange verletzten John Degenkolb Gera, Trek-Sieger Fredo, der seinen Ruf als ewiger Zweiter unterstrich, und Max Walscheid, Neuwied, Sunweb durch. Damit bleibt das deutsche Meistertrikot im Team Bora Hansgrohe, nachdem im Vorjahr Markus Burkhardt gewonnen hatte. Ackermann musste allerdings nach einem Einspruch quälend lange auf das erlösende Urteil der Jury warten. Dass ich so einen Leistungssprung in dieser Saison machen, habe ich nicht erwartet. Meine Teamkollegen haben aber auch einen super Job gemacht, sagte Ackermann. Auf dem Podium war die Stimmung zwischen dem neuen Meister und dem drittplatzierten Walscheid, der sich behindert gefühlt hatte, eher frostig. Mit den Umständen bin ich nicht zufrieden. Ich musste im Sprint deutlich rausnehmen. Ich akzeptiere aber die Entscheidung der Jury. Es sind zwei tolle Fahrer vorne gelandet, sagte Walscheid. Ackermann meinte, ich schaue im Sprint nach vorne, ich kann mir keinen Vorwurf machen. Bei der bevorstehenden Tour de France sind Ackermann und Walscheid nicht am Start. Degenkolb, der im Frühjahr heftig gestürzt war, zeigte sich hingegen hochzufrieden. Nach der Vorgeschichte ist Platz 2 richtig gut, der geht mehr als in Ordnung. Das gibt mir Selbstvertrauen für die nächsten 3 Wochen, sagte er. Rückschlag für Kittel. Kartusche Sprintstar Kittel kassierte hingegen 6 Tage vor dem Start der Tour einen empfindlichen Rückschlag und fuhr als 10. deutlich am Podest vorbei. Nach einem bislang eher schwachen Jahr 2018 verpasste der 30-Jährige aus Arnstadt den erhofften Befreiungsschlag. Im Meistertrikot fährt der Thüringer ohne Erfolgserlebnis zur Tour. Gleiches gilt für André Greipel. Der dreimalige Meister musste sich mit Platz 4 zufrieden geben und setzte ebenfalls eine durchwachsene Saison fort. Kittel wie Greipel zeigten sich nicht in der Form, um am kommenden Samstag um das erste gelbe Trikot bei der Tour kämpfen zu können. Auf dem nahezu komplett flachen Kurs über 19 Runden und 228 Kilometer an der Bergstraße hatte sich bereits früh ein sehr flottes Rennen entwickelt. Der Temposchnitt der ersten Rennhälfte lag bei 44 Kilometern pro Stunde. Nach einer knappen guten halben Stunde bildete sich eine 8-köpfige Fluchtgruppe, allesamt Fahrer aus unterklassigen Teams. Als die Ausreißer rund 5 Minuten Vorsprung hatten, machten die Favoriten mit der Verfolgung ernst. 80 Kilometer vor Schluss raste das Feld mit fast 60 Kilometern pro Stunde der Spitzengruppe hinterher. Vor allem Bora Hansgrohe mit Titelverteidiger Burkhardt Schopau machte mächtig Druck. Martin leistet Helferdienste. 60 Kilometer vor dem Ziel waren die Ausreißer gestellt, doch wenig später bildete sich die nächste Spitzengruppe, wieder mit Außenseitern. Die Favoriten hielten sich bis in die Schlussphase bedeckt, dann sollte Kittels Stunde schlagen, doch der Hühne ist weiterhin ein Schatten seiner Vorjahresausgabe. Teamkollege Toni Martin, Cottbus, der am Freitag zum 7. Mal in Folge das DM-Zeitfahren gewonnen hatte, leistete wertvolle Helferdienste für Kittel, ehe er sich kurz vor dem Ziel zurückfallen ließ. Der Sprintzug Kartusche funktioniert weiterhin nicht optimal. Am Samstag hatte sich die Friedrichshafenerin Liane Lippert den Titel im Frauenrennen geholt. Die 20-Jährige setzte sich im Sprint nach 132 Kilometern vor Christa Riefel, Karlsruhe, und Corinna Lechner, Fürstenfeldbruck durch.